Hallo und willkommen zu unserem Kurzguide zur Nebenmission 35 in Dragon Quest 11, der Duft einer Demoiselle. Diese bekommt ihr bei Gamelie, einem Eingang zum Büro des Schulleiters in der Akademie, und zwar nachdem ihr die Ereignisse abgeschlossen habt um den Weltenbaum Yggdrasil in der Mitte des Spiels. Gamelie möchte von euch, da ihr das Parfüm ausgegangen ist, oder ihm, ich weiß es nicht genau, dass ihr Neues besorgt, und zwar bei ihrem Vater, seinem Vater Gertrand. Diesen findet ihr in der kryptischen Krypta in der Nähe von Onsen. Wo genau, zeige ich euch jetzt. In der kryptischen Krypta angekommen, bewegen wir uns dann ganz in den Norden, also fast ans Ende des Dungeons, in den vorletzten Raum, und finden dort in dem Alchemielabor auch passend Gertrand, Gamelies Vater, der uns das Parfüm für Gamelie geben soll. Und den bekommen wir auch von ihm natürlich. Eau de Cadavre. Und als Belohnung erhalten wir dafür noch gar nichts. Denn wir müssen den Quest noch abgeben gehen. Wieder in der Akademie. Und da gehen wir auch als nächstes hin. Zurück in der Akademie bei Gamelie. Geben wir ihm auch sogleich das Parfüm. Und erhalten als Dankeschön den Hadeshelm. Und damit wäre auch Nebenmission 35 in Dragon Quest 11 abgeschlossen.